Man macht sich so seine Gedanken. Ein renommiertes Orchester in Wien von Weltrang verliert quasi über Nacht seinen Chefdirigenten. Als Dirigent und Musiker macht man sich so den Gedanken, was macht eigentlich so ein Orchester glücklich? Ich glaube, dass ein wirklich gutes Orchester einen Chefdirigenten oder eine Chefdirigentin benötigt, die gemeinsam mit den Mitgliedern des Orchesters arbeitet, am Klang arbeitet. Am Wiener Klang. Jetzt werden Sie mich fragen, was ist der Wiener Klang? Der Wiener Klang ist eine ganz spezielle Art und Weise, auf Musik zuzugehen. Eine Denkweise, eine Fühlweise. Nicht immer alles, was in der Partitur steht, muss genauso interpretiert werden. Manchmal genauer, manchmal weniger genau. Und diese Art des Zugehens auf die Partitur, das macht Wien aus. Wien ist anders, habe ich vorher schon gesagt. Wien ist, der Humor in Wien ist anders. Die Freundlichkeit in Wien ist manchmal erschreckend anders. Und wenn man eine Zeit lang in Wien gelebt hat, hier studiert hat zum Beispiel, wenn man mit den Wienern und Wienerinnen in Kontakt war und gemerkt hat, wie sie so ticken, dann kommt man drauf, wie Musik interpretiert werden sollte, wenn sie von Komponisten oder Komponistinnen in Wien komponiert wurde und hier verwurzelt ist. Das macht auch den Wiener Klang aus. Natürlich auf der anderen Seite die Wiener Oboe, das Wiener Horn, technische Details in Spielweise zum Beispiel. Aber der Wiener Klang ist eine ganz spezielle Art und Weise des Denkens und des Zugehens auf die Musik. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Chefdirigent oder eine Chefdirigentin für dieses Orchester notwendig ist, das gemeinsam an diesem Klang mit den Mitgliedern des Orchesters arbeitet.